Sieger im Race Bets Podcast. Und das ist schon die Nummer 41. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Frauke Delius und habe des Rätsels Lösung für euch. Es geht um die Koffein-Doping-Geschichte. Da gibt es ein Update. Denn nun kann ich euch auch erklären, wie das Koffein ins Futter gekommen ist. Das wissen wir doch längst, werdet ihr jetzt sagen, der Apfeltrester war schuld. Also präzisiere ich das. Ich kann euch erklären, wie das Koffein in den Apfeltrester gekommen ist. Es war nämlich eigentlich Tein, aber das Ergebnis ist wohl das gleiche. Denn die Kälterei, die Apfelsaft herstellt, wobei der Apfeltrester dann das Endprodukt ist, also eigentlich die Abfälle, die dann wiederum pelletiert in diesem Pferdemüsli gelandet sind, diese Kälterei macht auch Tee. Und auch bei diesem Tee fallen Abfälle an. Und da hat jemand ganz besonders Schlaues wohl gedacht, ach was, bevor wir den vielleicht für teuer Geld entsorgen, schmeißen wir ihn doch einfach mit in diese Apfelreste. Wird schon keiner merken. Normalerweise werden damit auch Schweine gefüttert. Da guckt man vielleicht nicht so ganz genau hin. Aber daran, dass auch Sportpferde betroffen sein könnten, daran hat wohl niemand gedacht. Der ganze Fall ist damit noch nicht beendet, denn bei Grocer Jack, da geht es ja um Großes, um einen dritten Platz im Derby. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie das dann mit eventuellen Regressansprüchen und so weiter laufen wird. Aber kommen wir zum Sportlichen. Wir sind heute ganz international. Und das sind die Themen im Race Bets Podcast. Wir waren nämlich wie einige deutsche Galopper auch in Deauville in der Normandie. Torin hieß ein Sieger im Prix Daphni. Anderer Starke saß im Sattel und natürlich haben wir ihn auch im Interview. Ich habe gedacht, wenn er unter den ersten drei ist, das wäre schon super, aber die Art und Weise, wie er heute gewonnen hat, da habe ich echt gestaunt. Denn der Erfolg für den von Henk Greve, für den Rennstall Geschütachtsee trainierten Torin, der spielte sich immerhin auf Gruppe 3 Parkett ab. Um die Wertigkeit dieses Rennens einmal einzuschätzen, nur 6 Pferde haben 2019 an Grupperennen im Ausland gewonnen, davon 3 in Frankreich. Also das ist schon aller Ehren wert. Das ganze Interview gleich hier im Podcast. Wenn man schon mal in Deauville ist, dann spricht man natürlich auch mit Francis Henri Graffin. Den kennen wir alle als Trainer von In Swoop. Diesmal hat der Tickle Me Green gesattelt, auch ein Pferd mit deutschen Wurzeln. Yes, so Philly I got in the middle of the season. She's called Tickle Me Green. Ja, das ist Tickle Me Green, eine Stute, eine wundervolle Stute, die Mitte der Saison zu mir gekommen ist. Sie ist sehr hoffnungsvoll. Natürlich hören wir von ihm auch, wie es weitergeht mit dem Schlenderhanner Derby-Sieger In Swoop. Tickle Me Green, von der er erzählt hat, die ist Zweite geworden in einem Gruppe-2-Rennen, genauso wie Ashron von Andreas Wöhler trainiert. Dritter in diesem Gruppe-2-Rennen wurde übrigens Windstoß. Und der, so war es gestern im Newsletter Turf Times zu lesen, soll demnächst Deckhengst werden. Wo? Natürlich im Gestüt Röttgen, wo sonst? Dort ist der geborene Scirocco-Sohn aufgewachsen und trainiert worden von Markus Klug. Zweifacher Gruppe-1-Sieger ist er ja. Er hat das Derby gewonnen 2017 und den Preis von Europa. Natürlich versuchen wir uns auch wieder in Wetttipps. In der letzten Woche hatten wir immerhin die 20-zu-1-Siegerin Iringa für euch. Also ein echter Lichtblick. Und wir geben uns auch wirklich alle Mühe. Das könnt ihr mir glauben. Ich nehme Angel Face. 1,5 Kilo gegen das Handy. Hör auf, Nein, ist Nummer 5. Hört auf mit dem Pferd. Sehe ich schon, ihr seid euch ja mega einig. Der erste Streicher ist das. Ja, und was bei unseren Diskussionen rausgekommen ist, das hört ihr dann in unseren Wetttipps am Ende dieses Podcastes. Beginnen wollen wir in Deauville in der Normandie und dazu begrüße ich Katrin Ack. Hallo Katrin. Ja, hallo. Also ich bin in Hamburg, aber war in Deauville, genau. Ja, darüber wirst du berichten, das ist eines unserer Themen. Ja, das komplette Team ist dabei. Christian Jungfleisch in Quierschied. Hallo Christian. Ja, hallo zusammen. Ronald Köhler, hallo. Hallo. Und David Connolly-Smith, wie Ronald aus München. Hallo David. Hello everybody. Und Nika aus Neuss. Ich denke mal, wir beginnen ganz international. Es ist schon eine echte Rarität. Grupprennen in Frankreich. Torin hat gewonnen mit Andra Starke im Sattel für den Rennstall Geschütachtsee. Katrin, du warst dabei. Ich war dabei. Ja, war schön. Hast du ihn gespielt? Nein. Ja, ich habe schon. Hat Münchner Besitzer sowieso. Der sah im Führing wirklich toll aus. Ich habe auch mir wirklich gedacht, der hat eine Chance, aber ich bin ja so planlos, was das Wetten angeht, wenn ich vor Ort auf einer Bahn bin. Nein. Jimmy? Jimmy wettet doch keinen deutschen Film.
Teufelszeug. Aber Katrin, du hast mit Andreas Starke gesprochen. Jimmy hat ihn also direkt, er hat ja auch auf Englisch ein Interview gegeben, das macht er ja hochprofessionell. Das hatten wir ja auch bei Facebook gesehen. Und dann hast du ihn dir dann eben noch geschnappt, da wo er so ein bisschen im Normandie-Look da irgendwie so blau-weiß. Ja, ich musste wirklich hart arbeiten für das Interview, weil ich hatte ihn direkt danach angesprochen, dass er auch auf Deutsch mir noch ein kleines Interview geben soll. Ja, kein Problem, ich muss nur noch schnell zum Steward, sagt er, zoomte rein und dann habe ich da gestanden mit Yvonne Völsch von Herrn Wöhler und dann haben wir gestanden und gestanden und gestanden. Und dann hat Yvonne gesehen, wie er aus so einer Nebentür schon Richtung Stallung verschwunden war. Und dann bin ich da hinterher gesprintet an allen möglichen Ständen vorbei und habe ihn dann gerade eben noch am Stalltor sozusagen erwischt und gesagt, Andrasch, komm, das kannst du uns nicht antun. Und das hat er uns dann ja auch nicht angetan. Das war wirklich nett und er war auch wirklich, das hat man ja auch gesehen, glaube ich, und also hört man hoffentlich jetzt auch, sehr aufgeräumt und wirklich happy, aber das ging ja auch einfach sehr, sehr leicht und war schon ein toller Sieg, das muss ich wirklich sagen, toller Erfolg. Besser als Halle, würde ich sagen. Ja. Ich war ja schon gestern hier in Clairefontaine, hatte gedacht, dass da schon eigentlich besser läuft, aber ja, heute entschädigt und gestern dritter Platz. Noble Heidi. Noble Heidi, wo ich gedacht habe, dass sie da erste Chancen hat, aber ich weiß, dass sie das besser kann und war noch ein bisschen ein Unreife. Ja, und heute, ich habe gedacht, wenn er unter den ersten drei ist, das wäre schon super, aber die Art und Weise, wie er heute gewonnen hat, da habe ich echt gestaunt. Aber er hat sich unheimlich gesteigert von Rennen zu Rennen und ich wusste auch, dass heute das viel abverlangt war, aber er lief schon gegen Ältere in Deutschland. Das Rennen hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich gewonnen. 200 Meter vom Ziel ist er einmal über einen Sandboden, so einen Maulwurfshaufen gesprungen und verliert dadurch komplett die Aktion, dann hätte es da schon gereicht. Aber hier waren zwei Engländer drin, die sahen im Ring auch besonders gut aus. Es war nicht einfach und die Art und Weise heute hat den Ton angegeben und da muss man schon sagen, Hut ab. Also ich fand, er sah im Führing auch ganz hervorragend aus, das muss ich wirklich sagen. Also er war schon so ein Paddock-Pick, oder? Ich? Nee, ja, du auch, aber vor allem das Pferd. Nee. Ja, aber gut, die anderen sahen nicht schlechter aus. Ne? Mhm. Und gut, ich glaube, wir waren zweitlängste Außenseiter, oder? Ja, 13 stand ja. Freut mich für den Trainer, fürs Team und ja, jetzt macht geht's auch, nach Hause. Macht auch die Anreise und die Rückfahrt worth it, ne? Alles super, gut. Herzlichen Tschüss. Glückwunsch, vielen, vielen Dank. Man hat schon 400 Meter vom Ziel gesehen, ja, der gewinnt. Ja. Ne? Ja, eben, der ging ja Hände voll. Und wie gesagt, ich meine, im Führing, er war ja noch so ein bisschen, es ist ja auch immer schwierig, wenn man selber da drin steckt, dann sind ja alle Pferde noch dreimal so gut aus, aber der war im Führing wirklich Herausgucker, volles Kompliment ans gesamte Team, das Pferd da so in so einem Top-Zustand hinzubringen, das war wirklich eine Freude, das muss ich auch sagen, also das hat mein Standing da im Presseraum etwas gehoben, sagen wir es mal so. Ja, also Andrasch war auch ganz angetan, der hat auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen, nach Dubai zu reisen und nicht das Angebot in Halle wahrzunehmen. Naja, der musste ja direkt danach dann, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist er ja, glaube ich, auch selbst gefahren eben. Ich habe noch 600 Kilometer, ich muss wirklich los und so. Also kann nur die Harten kommen im Garten, ne? Ja, der ist ja nächsten Tag dann auch gleich wieder angetreten, Hannover. Ja. Ne? Ja, also das war der Sieger in Deauville, aber die deutschen Pferde haben sich auch sonst nicht schlecht verkauft. Tickle Me Green, zwar nicht mehr in Deutschland trainiert, aber zweiter Platz, auch nicht schlecht. Toll gelaufen, Aschlund toll gelaufen, also da in diesem Prix Kergoli oder wie man den ausspricht, da sind ja die Deutschen alle top gelaufen. Zweiter, dritter, fünfter oder was wir da waren, das war ja wirklich hervorragende Leistung. Dann ist ja der vom Geißler am ersten Tag in dem Handicap, hat doch auch zu so hoher Quote gewonnen, den ich natürlich auch nicht gewettet habe. Und nee, wirklich, also die haben sich da anständig aus der Affäre gezogen. Hat den jemand gespielt von euch? Ich habe ja mit Klaus noch vorher getextet. Ich sage, na Klaus, heute Abend geht das da und so. Nee, wird ganz schwer. Und hinterher, oh, der Trainer hatte ja Mumm, ne? Also du redest von Klaus Eulenberger, ja? Ja, danke. War keiner auf der Bahn. Der Trainer war nicht auf der Bahn. Keiner von den Besitzern. Und das ist ja ein wirklich enthusiastisches Team. Super. Und ich wollte ja auch schon nicht mehr auf der Bahn sein. Wir wollten schon, weil wir einchecken mussten in unserem Hotel. Und dann hatten wir aber noch eine Bekannte getroffen und haben noch geplaudert. Und im Hintergrund höre ich immer, ich denke, das ist doch das deutsche Pferd da. Ja, war ja auch, was weiß ich, 300 oder was er zahlt. Mein Gott. Also die deutschen Pferde haben sich insgesamt gut verkauft, muss man sagen. Und nachdem wir jetzt auch den ersten Gruppe einen Sieg mal wieder im Land behalten haben, stimmt das ja vorsichtig optimistisch, würde ich ja mal sagen. Also das war ganz gut. Du hast aber natürlich auch die internationale Prominenz getroffen. Auch den Trainer, da hatte ich dich drauf angesetzt. Nicker, dein Pferd natürlich in Swoop, der ja auch Tickle Me Green gesattelt hat. Du hast ihm vor diesem Rennen von Tickle Me Green, glaube ich, gesprochen. Francis Henri Graffard. Ja.
Deauville is a big meeting during the summer. Ja, Deauville ist ein großes Meeting im Sommer im französischen Rennkalender. Seit einem Monat läuft es jetzt schon mit großen, wirklich toll besetzten Rennen. Top level, obviously. Natürlich ist es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie etwas anders, aber es ist trotzdem ein wunderbarer Platz, um hier zu sein. Place to be there too also. Wie geht der französische Rennsport, wie geht Deauville mit der Pandemie um? I think French racing cooperated really well. Der französische Rennsport hat das eigentlich gut hingekriegt. Wir haben sehr früh wieder mit den Rennen begonnen. Das war extrem wichtig für die gesamte Rennsportindustrie in Frankreich. Der Lockdown war natürlich schwierig. Aber jetzt haben wir wieder Rennen und das ist enorm wichtig. Die Wettumsätze sind auch gut. Natürlich ist das Rennpreisniveau jetzt ein bisschen geringer, aber wichtig ist doch, dass wir diese Krise irgendwie überstehen. Racing, running and hopefully we can get out of the storm quickly. Okay. In Swoop. In Swoop, fantastic result in Germany. Das war ein tolles Ergebnis in Deutschland beim Derby in Hamburg. Der Ritt ist genauso gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Jockey hat das perfekt umgesetzt und ich bedanke mich bei dem Besitzer nochmal für das Vertrauen. Run that way and it worked for us and thanks the owners trusted me and wie gesagt, it went Swoop really well. Ein tolles so Pferd und es war ein großartiger Erfolg for the für den ganzen Stall. Whole stable. Wie ist er aus dem Rennen gekommen? Very well. No, he came. Er hat die lange Reise auch sehr, sehr gut überstanden. Er sieht fantastisch aus. Also ihm geht's wirklich gut. Wir haben ihm im Sommer erstmal eine kleine Pause gegönnt und im September wird man ihn dann wieder auf der Rennbahn sehen. In September. Am Trailtag in Longchamp? Wahrscheinlich schon. Er hat ein Engagement im Grand Prix de Paris. Das Rennen passt perfekt zu ihm. Es ist sehr, sehr schwer. Aber nun, er ist Derby-Sieger, dann muss er sich da auch bewähren. Er hat sich in jedem Rennen bisher gesteigert. Meine Aufgabe ist es jetzt, ihn auch an diesem 13. September in Topform zu präsentieren. Was hat die Topform für den 13. September? Und ist der Arc eine Option? Nun, erstmal müssen wir diesen Grand Prix de Paris abwarten. Grand Prix de Paris. Okay. Sie haben ja noch ein anderes deutsches Pferd hier am Start. Yes, filly I got in the middle of the season. She's called Tickle Me Green. Ja, das ist Tickle Me Green, eine Stute, eine wundervolle Stute, die Mitte der Saison zu mir gekommen ist. Sie ist sehr hoffnungsvoll. Also sie hat zuletzt hier in Frankreich ein Listenrennen gewonnen. Das hat mir sehr gut gefallen. Von hinten kommt. Das sah schon gut aus. Und das ist jetzt hier die logische Aufgabe für sie. Hängt natürlich auch ein bisschen vom Boden ab, wie es laufen ground, because it's very soft ground, so if she handles it, she will be competitive. If not. Wie sind Sie überhaupt an die deutschen Besitzer gekommen? I don't know. You should ask them. Yes, they did. Also ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht so ganz genau. Aber es ist natürlich so, wenn du Erfolg hast, dann bekommst du auch neue Besitzer. Und wir hatten großen Erfolg im letzten Jahr. Also Coronation Cup natürlich und die French Oaks. Und auch in Deutschland haben wir in Gruppe 2 Rennen gewonnen. Daran liegt es natürlich. Also wenn du Erfolg hast, dann machst du auch Werbung für dich und dann kommen dann auch neue Leute. So ist das. Very strong year for us. And I think, yeah, I got a very nice connection. I won a Group 2 at Baden-Baden with the Revenant also last spring. Natürlich freut man sich über die neuen Besitzer. Es geht jetzt auch darum, die Erfolge zu bestätigen. Eins möchte ich aber auch noch mal sagen. Die deutsche Zucht ist wirklich fabelhaft. Die Pferde sind fantastisch. Sie haben sehr, sehr viel Talent und da freue ich mich auch auf die Zukunft. I'm very hopeful in the future with all of them. Keine Frage. Pferde made in Germany sind interessant. Das gilt auch für den Zweitplatzierten aus dem Prix Kergolet, Aschrun, der von Trainer Andreas Wöhler trainiert wird. Gut, wenn man einen Mann im Team hat, der für das International Racing Büro arbeitet. Aber ich kann euch was anderes sagen, was nicht viele Leute wissen, dass Aschrun nach dem Rennen in Deauville verkauft wurde. Ne? Gehört jetzt Australian Bloodstock. Ich glaube 50-50, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Stall Tourfighter hat noch 50%. Ja, genau. Die Australier haben nur die Hälfte gekauft oder Teil, ja. Und soll auf Melbourne Cup trainiert werden. Melbourne Cup, wie immer. Da wollen die deutschen Besitzer dann ja auch gerne mit dabei sein. Das hat ja Dr. Christoph Berglammer vorgemacht, wie das geht. Ne? Da träumen sie jetzt alle von. Einen haben wir noch. Den müssen wir auch noch. Frankie Dettori, den hat Jimmy sich gekrallt. Und das war ja so, das war ja die Geschichte, der war ja irre erfolgreich in Deauville.
Wie viele Gruppenrennen hat er gewonnen? Drei? Ich meine auch, ne? Ja. Drei. Zuletzt auch Gruppe 1. Und danach gab er eins seiner obligatorischen Presseinterviews. Das macht er ja ganz smart und alert. Aber dieses Interview, das hat also Jimmy aufgeschnappt. Das ist ganz witzig, wie er nämlich erzählt, er musste dann nachher in Quarantäne. Und er hat ein sehr gutes Rezept, wie er diese Quarantäne überstehen wird. Oder wahrscheinlich jetzt auch schon fast überstanden hat. Well, it'd be great. Had a fantastic week. I really enjoyed it. And, you know, I had some great results. I just hope that the other one runs a good race. Fingers crossed. And Frankie, your plans after racing today? Are you going back to Britain to get the COVID test done? Well, I fill my car with wine and baguettes and cheese. And I'm going to travel throughout the night and going to get my test tomorrow and lock myself in the house for the week and reflect on this beautiful weekend and event. Da sagt er nämlich, dass er den ganzen Kofferraum voll hat mit Wein und Baguette und Käse. Und also er würde jetzt nach Hause fahren und dann ließe sich das schon aushalten. Ja, also wir kommen jetzt aber wirklich endgültig zum deutschen Galopprennsport. Wir haben Christian, sei Dank, da blende ich jetzt irgendwie. Wir haben jetzt mal einen richtig guten Sieger gehabt oder eine Siegerin, Christian. Iringa hat unser Konto ein bisschen aufgemöbelt. Ja, das ist richtig. Aber man muss ja fairerweise zugeben, Ronald hat dieses Pferd auch im Auge gehabt. Aber ich habe es zuerst gesagt. Aber die Stute hat wirklich mal das gemacht, was ich mir die ganze Zeit erhofft habe. Sie war immer am Ziel vorne, hat ein gutes Rennen und hat dann wirklich auch zu einer guten Quote von 200-10 zugeschlagen. Ja, wir haben sie also mit 30 Euro gewettet. Das heißt, wir haben mal so zwei Renntage. Zumindest konnten wir unser Konto mal wieder so ein bisschen glatt bügeln, zur Freude von Olli Sauer von Race Bet Snicker. Ne? Hat er das denn registriert? Dass wir nicht nur ich glaube, Olli hat sich auch gedacht, was zum Teufel hat er da für Experten, wenn die gar nichts tippen. Ja, bei einem Vierer-Bett-Experten, da sind wir richtig spitze. Ne? Nö, also ich glaube, es tippen auch noch andere genauso scheiße wie wir oder noch schlechter. Also von daher brauchen wir uns nicht schämen. Und wenn es einfach wäre, wären wir alle Millionäre und würden hier gar nicht mehr sitzen, sondern irgendwo in der Karibik auf der einsamen Insel. Wir haben ja eben schon wunderbar am Anfang diskutiert über die Viererwette mit dem Ergebnis, dass wir uns überhaupt noch nicht einig sind, wie wir die spielen. Aber wir gucken mal. Also die Wetttipps im RaceBets Podcast. Ja, womit wollen wir beginnen? Wir haben drei Renntage wieder, aber alle etwas kleinerer Natur. Heute Saarbrücken. War da jemand schon mal auf der Bahn in Saarbrücken? Ich war schon in Saarbrücken auf der Bahn. Ich komme ja von da. Also ja, müsst ihr aber den Livestream einschalten. Also ist eine kleine Bahn. Mehr oder weniger geht es da im Kreis. Aber es ist immer ganz lustig. Die Rennen werden oft von vorne entschieden. Mit Speed passiert da nicht allzu viel, aber früher wurde da immer ein bisschen geritten wie im Wilden Westen, das ist mittlerweile ein bisschen besser geworden, aber ich bin da zum Rennsport gekommen, das war die erste Rennbahn, die ich je gesehen habe, da gab es immer so Freikarten und alles und so bin ich hier gelandet, mehr oder weniger. Ja, da gibt es dann so ein Rennen, das finde ich auch schon schön, also das kann man ja noch sehen, 19 Uhr, also das kann man auch noch sehen, wenn man sich den Podcast angehört hat, das ist der Preis der systemrelevanten saarländischen Bauwirtschaft. Das habe ich auch gelesen, über dieses Rennen, mit diesem Titel bin ich auch gestolpert und dachte mir so, was zum Teufel? Eines der Hauptrennen, ne? Ausgleich 3, also da geht es dann um 4.000 Euro. Das ist die Top-Dotierung am Tag. Komm, Christian, sag mal ganz schnell noch einen Sieger für die, die das noch einschalten. In Saarbrücken, im letzten Rennen Dawn Prayer. Im fünften. Ach, im fünften. Klar, Nobel Fighter. Ach so, in dem Rennen muss ich ernst. Also im letzten Rennen gewinnt aber Dawn Prayer, dann kann ich ja ruhig auch sagen. So, hier jetzt in dem Rennen, ja, das ist schwierig. Ich denke, Nobel Fighter ist so ein Pferd, das muss man immer berücksichtigen. Der läuft und läuft und läuft und hat in Saarbrücken auch schon gewonnen. Der hat hier gute Chancen. Aber bei 5 Pferden ist immer ein bisschen schwierig. Okay, also Nobel Fighter im 5. Rennen und Dawn Prayer, die Nummer 2 im 6. Rennen. Gut, dann kommen wir nach München, eure Heimatbahn, Ronald und David, aber auch da Basissport, oder? Am Samstag? Ja. Und man könnte ja meinen, wenn man da zu Hause ist, sei man schlauer, aber ich muss sagen, dass mir die Rennen in Riem manchmal auch wie ein Buch mit 7 Siegeln sind. Das ist wirklich schwierig. Die Riemer Trainer, die satteln natürlich an den wenigen Renntagen alles, was einigermaßen laufen kann. Das macht die Sache nicht gerade übersichtlicher. Wir hatten
bislang 3 Renntage in Riem und an allen dreien war der Boden weich. Also die Münchner Pferde, die guten Boden brauchen, haben bis jetzt überhaupt noch nie ihre Bedingungen getroffen. Und wenn man den Wettervorhersagen glauben darf, dann wird es am Samstag wieder so sein. Es ist reichlich Regen angesagt, ab Freitagnachmittag und am Samstag auch tagsüber. Also leicht ist das Tippen da nicht, aber vielleicht hat der David ja super Ideen. Hey, mir ist auch gefallen, dass Romuald Dzubasz 2 Dreijährigen schickt für die 3-jährige sieglose Rennen, 4. und 6. Rennen. Ich glaube, die haben beide eine Chance. Dzubasz hat gute Form. Da hat in dem 4. Rennen, heißt es Palm Vale oder sowas, mit Bunzabayev natürlich, was auch ein Vorteil ist. Und im 6. Rennen hat er Aspen Girl mit Sibylle Vogt. Und ich glaube, die beiden sind bestimmt im Geld. Also die 405 einmal... Palm Vale ist im 4. Rennen, ja. Ja, und im 6. ist es die... Aspen Girl. Aspen Girl, die 607 Goldstorferin mit Sibylle Vogt im Sattel. Okay, aber im 2. Rennen, da wollte ich mal drauf kommen, Ronald, da sehen wir einen Jockey, der sitzt das erste Mal in einem Rennen im Sattel. Ja, ich habe diesen Namen gelesen, sagte mir gar nichts. Also aussprechen tut er sich ungefähr so wie Sushi Terachi, aber Sushi Tsuchi oder so. Und ich habe das Telefon zur Hand genommen und habe den Michael Figge mal angerufen und gefragt, was es damit auf sich hat. Und er hat mir gesagt, wie der Mann an seinen Stall kommt. Schönen guten Abend, lieber Herr Köhler. Hier ist Michael Figge. Mein auszubildender Shuichi Terachi ist 24 Jahre alt, kommt aus Okayama in Japan. Wir haben uns letztes Jahr im August kennengelernt in München. Da hat er einen Deutschkurs gemacht und war beim Buchmacher. Hat sich dort umgehört, wo er denn reiten kann, weil der ritt vorher mal in England und auch in Amerika und auch in Japan. Aber er hat dann nirgendwo die Chance bekommen, eine Lehre zu beginnen. Das habe ich ihm dann ermöglichen können und seit 1. Dezember 2000, also letztes Jahr 2019, hat er dann bei mir eben die Ausbildung begonnen zum Pferdewirt Schwerpunkt Rennreiten. Ja, jetzt sind seine ersten Ritte. Wir wollten eigentlich ihm nur 2 oder 3 geben und es kam noch ein 4. hinzu. Aber ich traue ihm das schon zu, weil er ist sehr diszipliniert und sehr fit. Ja, wir sind schon sehr gespannt und Mumm habe ich allerdings auf ein anderes Pferd, was von Lukas Delosier geritten wird, den kleinen Prinz. Der lief bei seinem ersten Lebensstart ganz ansprechend. Ich hoffe, dass der Boden jetzt nicht zu weich werden wird, weil es sind ja sehr, sehr viele Niederschläge angesagt für Samstag. Aber der müsste im Endkampf dabei sein. Also für mich hat er sogar eine Siegchance, der kleine Prinz. Gut, dann noch einen schönen Abend. Tschüss. Ja, und dann hören wir ihn auch selber noch mal ganz kurz. Das hat er, glaube ich, bei Facebook gepostet. Ne? Also da stellt er sich selber mal ganz kurz vor. Dann hört man auch, wie der Name richtig ausgesprochen wird. Mein Name ist Shuichi. Ich bin Flo. Das ist meine Jockey-Ausbildung in Deutschland machen kann. Der hat dann gleich 4 Rennen. Hat er denn auch Chancen, auf seinem ersten Sieger zu sitzen? Naja, das muss man mal sehen. Also muss man beobachten, wie er sich so macht im Sattel. Es gibt ein Rennen, das 8. Rennen, der Ausgleich 4. Da reitet er Gallardo, die Nummer 1. Dieser Gallardo hat auf weichem Boden mit der Maike Riel schon gute Leistungen gezeigt. Und wenn der Junge talentiert ist, kann das schon sein, dass er mit dem Gallardo vielleicht sogar seinen ersten Sieger einfährt. Die Konkurrenz ist nicht allzu stark. Roland Dzubasz hat auch ein Pferd drin, Mabu. Das ist sicher nicht das hellste Licht unter der Sonne, aber mit Mursabayev in ziemlich schwacher Gesellschaft natürlich auch mit Siegchancen unterwegs. Aber wir werden mal sehen, wie sich der Japaner schlägt. Fällt noch jemand irgendwas zu München ein? Ja, mir fällt noch mein Mumm des Tages zu München ein. Und zwar ist das im 5. Rennen die Nummer 3 Auristella von Jutta Meier, geritten von Patrick Gibson. Die war das letzte Mal in unserer Viererwette nicht Starter, weil die Jutta Meier Angst hatte, weil das Pferd auch so ein Müsli gekriegt hat und sie wollte da kein Risiko eingehen, dass da unerlaubte Mittel drin sind. Deswegen ist sie damals nicht gestartet. Auristella kann weichen Boden, Distanz passt auch. Ich finde, dieses Pferd steht mit 7,0 in der Sportwelt. Also für eine Siegplatzwette bei 8 Pferden, wo man bei einer Platzierung sein Geld wiederkriegt, würde ich Auristella in jedem Fall mal wetten. Also die 503. Christian? Ja, ich habe reingeschaut, aber ich habe auch mal ein bisschen Schwierigkeiten, da die richtigen Pferde zu finden. Aber im letzten Rennen, im Amateurrennen, denke ich, Gypsy Music mit Kevin Woodburn, dem Altmeister, sollte gute Möglichkeiten haben. Vor allen Dingen in diesen Rennen kommt es oft auf den Reiter an. Vincent Zirkens hat in meinen Augen in dem Rennen ein Pferd, das nicht so gut ist. Und daher denke ich, könnte ja Gypsy Music, die unbedingt einen Sieg für die Zucht braucht, könnte vielleicht endlich mal zu ihrem ersten verdienten Sieg kommen.
sie hat auch schon gute Leistungen vorher gezeigt. Ja, uns geht es das erste Mal, glaube ich, sogar über 1600 Meter. Vielleicht passt es ganz gut. Und man muss sagen, Kevin Woodburn ist ja so ehrgeizig wie eh und je. Also ich glaube auch, dass da sehr, sehr viel dafür spricht. Allerdings wird die Quote eher bescheiden sein. In dem Zusammenhang vielleicht noch mal ein Hinweis. Man kann ja bei RaceBets Festkursschieben machen. Also man könnte zum Beispiel in München sich 4 Sieger aussuchen und alle zweifach schieben mit diesen 4 Siegern machen. Das sind dann 6 Wetten. Und wenn 2 von diesen 4 Pferden gewinnen, wäre man aller Voraussicht nach jedenfalls im Plus. Also ich habe mir mal 4 Pferde ausgesucht in Riem. Das ist im 5. die Nummer 3 Auristella, im 6. die Nummer 7 Aspen Girl, im 8. die Nummer 5 Mabu und im 9. die Nummer 4 Gypsy Music. Das werde ich mal versuchen. Ja, und wenn alle 4 gewinnen, Ronald, dann treffen wir uns am Freitagabend in Baden-Baden. Ne? Genau. Auf Preis, wer bezahlt. Ja. Würde ich auch sagen. Ich habe auch Mumm auf Gypsy Music, aber mein bester Mumm ist leider der Sportwelt-Tipp im 3. Rennen, das ist Neriano. So leicht hat es noch nie getroffen von John Hillis mit Eddie Pedrosa im Sattel. Neriano, die 303. Wir haben ja fast in jedem Rennen jetzt irgendwie den Sieger genannt, bis auf im ersten und im zweiten Rennen, aber da sollen unsere Zuhörer doch auch mal selber ein bisschen kreativ werden. Würde ich mal sagen. Also, wir wechseln aus München nach Düsseldorf. Da haben wir sportlich ein herausragendes Rennen. Und zwar geht es da um den Nachwuchs. Wer möchte denn da mal anfangen? Das Juniorenrennen. Hm. Dann fange ich an. Ja. Mach mal. Ich habe mir Milka ausgeguckt. Die ist bei ihrem ersten Start schon nicht schlecht gelaufen und wir haben ja das Quartier von Jasmin Almreder besucht und ich finde, der Stall, also wir haben momentan eine schlechte Form, das ist einfach so. Seid ihr da mal, Nicker, muss man fairerweise sagen, ne? Jedenfalls, also Milka, doch, ich glaube, die kann siegen, wobei Nante oder Nantes, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, die Nummer 2. Es war natürlich beim Debüt nicht schlecht, allerdings hatte der auch nicht viel zu schlagen und ich glaube... Oh, Questino! Meine Liebe, von dem wird man noch hören. Ja, wird hören. Das ist aber noch in weiter Zukunft. Und vom Zweitplatzierten oder von der Zweitplatzierten wird man in Deutschland allerdings nicht mehr viel hören. Die ist nämlich dann verkauft worden aus dem Stall von Mario Hofer, Princess Tine. Ach, auch schon. Direkt nach dem Mädenrennen, ja, das war ja so ein Doppeleinlauf für Prinz Franz von Auersberg und den Trainer Mario Hofer. Und Nantes ist, der läuft jetzt, wie gesagt, den sieht man in Düsseldorf, und Prinzess Tine, die ist verkauft worden. Das war auch nach Australien oder wohin ging das? Nein, Amerika. Nach Amerika verkauft worden, ja. USA, also, ja. So schnell geht das. Einmal gelaufen und schon ist das Angebot so attraktiv, dass man da zuschlägt. Warum kauft man die Zweitplatzierte und nicht die Erstplatzierten? Also kann vielleicht man nicht verkaufen. Kann man besser managen. Also ganz ehrlich, das waren 2 Pferde vom selben Besitzer, vom selben Trainer, Ene Minemu, weißt du, nehme ich doch den besseren. Vielleicht wollte er den nicht verkaufen. Ja, das kann denke, natürlich sein. Ja, und ich denke, das ist eine Stute, ist vielleicht für Amerika oder USA ein bisschen interessanter. Ja, gut. Könnte sein, aber ja. War die auch von Pastorius? Ja. Mhm. Auch, Pastorius 1-2. Ja, das war Pastorius, das war ja die Geschichte. Pastorius 1-2, der Trainer 1-2, der Besitzer 1-2 und der Züchter 1-2. Und wer hat nicht berichtet? So. Oder einen Tag Verspätung. Ja, also es gibt, ein deutscher Verband braucht da irgendwie 5 Tage, um mal irgendwo damit rauszukommen, warum das mit dem Livestream nicht geklappt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Okay. Aber gefährlich in dem Rennen ist natürlich sicher auch East Storm aus dem Stall von Markus Klug. Was für den East Storm spricht, ist, dass er auf der Bahn in Düsseldorf über die Distanz schon erfolgreich war. Das ist sicher ein Plus. Ein Düsseldorf sowieso. Also dieser Berg, der kostet ja echt viele Pferde. Ja, und der Nantes, der hat halt in Riem über 1400 Meter gewonnen. Klar, er stammt vom Pastorius, muss man jetzt keine Zweifel am Stehvermögen haben. Aber das ist eine offene Angelegenheit. Ja, aber ich glaube, dass die Milka, die ist ja auch, also die ist ja Zweite zu East Storm geworden. Richtig. Die kennt die Bahn auch, also warum nicht? Ja, gut. Ja, und als Protektionist-Tochter könnte sie natürlich auch über... Gut, und die Gewichtsverhältnisse haben sich einen Ticken verschoben, ne? Aber ich war sehr beeindruckt von East Storm. Allerdings, ne, Startbox 7, würden wir jetzt sagen, schlecht.
ganz außen. Aber nee, mit den Startboxen angefangen. Ja. Nee, aber ich muss sagen, ich fand, das war ein sehr beeindruckender Sieg, sehr leicht. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum der sich auch nicht nochmal steigern könnte. Also ich würde also ein Augenmerk auf den auf jeden Fall auch haben. Aber wie du schon sagst, natürlich ist so eine Milka, wird sich auch steigern. Auch bei, die Pferde bei Frau Almreder sind beim ersten Mal sicherlich noch nicht auf 190. Ne? Gut. Und wenn mich nicht alles täuscht, hatte der Eastsom aber auch beim Debüt die äußerste Startbox. Weiß das nicht, ob bei die sieben Pferden, ne? Das war jetzt auch mehr ein Scherz, wirklich. Ja, Racebet sagt dazu, also Nord im Moment noch auf der Pole Position, 2,317 auf Sieg. Eastsom dann auf dem zweiten Rang, 2,7 und Milka dann mit 5:1 ja. Dritte. Und danach wird es dann schon zweistellig. Ja. Also das sind drei Pferde, die wir beachten müssen. Ja gut, ist auch so ein bisschen Kaffeesatz lesen, ne? Die Zweijährigen, muss man ja ganz ehrlich sein, ich meine Nord oder Nanta, wie auch immer, der hat natürlich Nennungen für alle tragenden Rennen, also der scheint schon einiges gezeigt zu haben. Was ich halt ein bisschen überraschend finde, Waldemar Hicks bietet eine Debütantin auf, diese Jelka, die ist genannt für den Preis der Winterkönigin, die läuft jetzt hier mit 54,5 Kilo und Eastorm trägt 58 Kilo, das sind schon 3,5 Kilo Unterschied, aber das Pferd muss ja auch ein bisschen was verraten haben, sonst wird er die nicht direkt ins Listenrennen stecken. Vielleicht spekuliert man auch auf den dritten Platz und denkt, vorne die beiden, die sind zu stark. Aber es ist immer so ein bisschen schwierig. Auch Salon Love hat schon Rennerfahrung, hat auch noch eine Nennung für den Preis der Winterkönigin. Also man weiß nie, wie die Pferde sich entwickeln, gerade bei den Zweijährigen. Also ich denke, das ist nicht so einfach, wie es hier auf den ersten Blick aussieht. Also wollt ihr euch auf eine Reihenfolge festlegen oder sagen wir, sucht euch einen aus? Oder ist Eastorm eure Wahl? Also ich muss sagen, aber nur weil Eastorm, ich fand den so schön. Das ist ein Schimmel und der ist riesengroß und sieht aus wie ein Dreijähriger. Also Eastorm, weil er so gut aussieht. David, was hast du denn eigentlich? Ja, Eastorm wäre auch mein Moment. Dieser Sieg hat mir gut gefallen. Ja, mir auch. Wir haben jetzt Eastorm. Wollen wir den als Siegwette machen? Komm, wir brauchen auch wieder drei Sieger. Oder suchen wir uns wieder die 20 Zahlen? Ich würde sagen, Christian, sag nochmal so einen 200er Sieger, also einen 20er Sieger an. Oh, ja, ich kann ja nicht jede Woche. Nehmen wir auch gleich die ganzen 120 drauf, ne? Oder? Ja, bestimmt. Meint ihr, das geht jetzt immer so weiter? Ja. Die Messlatte wird immer höher. Ja, ist klar. Ich habe in Düsseldorf noch einen gesehen, ja, aber ob der jetzt 200 steht, weiß ich nicht. Also merken wir uns Eastorm, aber der zahlt 2,7. Naja, besser als Auenland, ne? Der hat 2,6 gezahlt und das war, fand ich, in dem Rennen mit einem halben Gegner eine gute Quote. Der hat ja nur ein halbes Pferd zu schlagen, ne? Aber klar, nach vorne kommt man damit nicht, ne? Nee, also Eastorm mal wirklich für den Hinterkopf, vielleicht fällt uns ja noch was Besseres ein. Das Auktionsrennen, machen wir damit erstmal weiter, bevor wir dann zu unserer Viererwette kommen. David, komm, du. Ja, das ist ein schwieriges Rennen. Mein erster Mumm wäre der Prinz. Ja, der Favorit. Ist der leider auch. Aber ist von Waldpark. Ich weiß nicht, ob das der beste Deckhengst ist für Zweijährige. Aber ich mag die Besitzer. Klein Corris, der Trainer, ist natürlich mit Zweijährigen immer sehr gefährlich. Ja, der hat gewonnen. Ja, auch mit den Zweijährigen. Ja, aber sehr viele sind dagegen schon gelaufen. Viele sind in diesem Kölner-Rennen gelaufen. Aber die ersten fünf von denen da. Und ich weiß nicht, ich würde in dem Rennen überhaupt nicht fänden, ehrlich gesagt. Ja, das ist die Frage, was diese Form von der Prinz wert ist. Natürlich, das war sehr eindrucksvoll und Kleinkorris ist ja in einer wirklich erstaunlichen Form. Das mag man ja fast nicht glauben, wie das läuft zurzeit. Der hätte ja vielleicht mit Party Moon auch noch gewonnen letztes Wochenende. Aber ich denke schon, dass dieses Kölner Rennen vielleicht doch schon auch ein bisschen mehr wert war. Und mir hat Augustinus da schon gut gefallen aus dem Stall von Grebe mit anderer Starke. Der kam am Schluss schön ins Rollen. Wenn der Timotheus deutlich besser sein sollte als der Prinz, was ich fast ein bisschen vermute, dann müsste dieser Augustinus schon eine sehr, sehr gute Chance haben. Er hat jetzt zwei Rennen im Bauch, der wird sie sicher auch noch steigern. Also ich wäre in dem Fall fast mal mit Grebe und Starke, würde ich gerne gehen. Der zahlt dann 4,5. Das ist ja dann noch interessanter als die 2,7 von der Prinz. Können wir mal über Kigo reden oder wollen wir den nicht besprechen? Oh, ich denke, den brauchen wir nicht. Man weiß nicht. Also das ist wieder ein Adlerflug, das ist das. Ist ein Adlerflug. Ja, aber Adlerflüge sind nicht frühreif zwingend. Der hatte zwar jetzt einen zweijährigen Sieger, aber das heißt ja nichts. Ja. Nee, ich bin tatsächlich relativ angetan über die Jockey-Buchung. Schweigen. Dann seid halt schweigend. Wir sprechen uns dann nach dem Auktionsrennen. Ah ja gut, ich habe das Pferd beim Debüt gesehen. Das Pferd hat auf mich einen Eindruck gemacht, als wenn der jetzt schon 2000 Meter braucht. Und es läuft so über 1400. Gut, vielleicht hat er sich ein bisschen gesteigert. Was halt interessant ist, wir habt alle über das Rennen in Köln gesprochen. Im Wettmarkt sind die beiden Pferde aus dem Düsseldorfer Rennen vorne. Auch Quelo
ist an zweiter Stelle hier genannt. Das wundert mich ein bisschen. Der war chancenlos gegen der Prinz. Und jetzt 15, das war 1500 Meter, jetzt sind 1400 Meter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der auf 1400 Meter besser zurechtkommt, weil der hat wirklich sehr lange gebraucht, um in Schwung zu kommen, wurde spät Dritter. Ich habe so ein bisschen Mumm, wenn wir jetzt über das Kölner Rennen sprechen, Domstürmer. Der war nicht weit hinter Augustinus in Köln, steht jetzt ein Kilo besser. Also das kann schon was ausmachen bei Zweijährigen. Und der steht 6,0 und Platz 2,0. Und dann habe ich noch einen, wenn ich Domstürmer nenne, das sehen vielleicht nicht alle Leute auf den ersten Blick, Justin, der steht 21,0 und 5,0 Platz. Der war in Köln in diesem stark besetzten Rennen, wonach einige Sieger gelaufen sind. Juanito hat danach in Hoppegarten gewonnen. Der war vor Juanito. Der war nur ganz knapp hinter Domstürmer. Wenn der sich ein bisschen weiter steigert, ist auch das ein Pferd, das hier für sehr hohe Quote zuschlagen kann. Und 21 finde ich schon eine sehr, sehr gute Quote. Also ich finde, Justin sollte auf jeden Fall 30 Euro mitkriegen, oder? Das höre, aber über meinen Kigo lachen, ne? Schau dir die Form an. Also da ist Justin. Schau dir die Form an. Auf dem Papier sind die beide Fünfte gewesen. Ja, das ist nicht entscheidend. Fünfter von sechs, Fünfter von zehn oder wie weit die weg sind. Das ja, aber das sieht der Wettmarkt nicht. Deswegen steht auch der Quello so. Quello, ja. Kello, keine Ahnung. Aber deswegen ist doch gut, wenn Justin 21 zahlt und das bleibt so, dann sollten wir den noch wetten, oder, Christian? Also, ja, ich meine, ich will es ja nicht allein entscheiden. Wir sind ja hier mehrere Leute, aber ich denke, das ist eine gute Quote für ein Pferd, das eine halbe Länge hinter Domstürmer war. Und dieser Domstürmer war im letzten Auktionsrennen Dritter und der war vor Juanito. Und Juanito hat den Hoppegarten gewonnen. Also ich finde das eigentlich eine gute Quote. Die Münchner schweigen so, die können meine Argumentation nicht so ganz verstehen. Nein, das ist schon eine Argumentation. Man kann dem schon ein bisschen Geld mitgeben. Ich finde, wir sollten noch mal so eine mutige Siegwette 30, dann reißt der das ja auch alles raus, was wir dann sonst vermasseln, ne, wenn er gewinnen sollte. Die Frauke ist jetzt total heiß auf die 20-1. Ja, genau. Das ist auch ungefähr meine Quote. Da fange ich jetzt an, warm zu werden. Aber wir können ja auch wieder zwei Pferde in dem Rennen nehmen. Ich meine, Christian, wenn du meinst, Domstürmer hat auch eine Siegchance da drin. Also ich habe Boromir gefragt natürlich zu Domstürmer. Also nur positive Vibes aus Hannover, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber er hat, also natürlich hat er gesagt, das ist ein schweres Rennen, aber das Pferd hat sich stetig verbessert, hat sehr gut gearbeitet. Ja, und der war ja, ich weiß jetzt gar nicht, welches Rennen das war, wo er Dritter war, wo er als Einziger da so ein bisschen mehr an der Innenseite angegriffen hat. Das war, glaube ich, gar nicht so günstig an dem Tag. Und die anderen kamen dann außen. Wir können ja ein bisschen Risiko gehen und Domstürmer und Justin... Oh ja, also jeweils 30 Euro Siegspiel. Ist das gleiche Rezept wie letzte Woche. Auktionsrennen, zwei Pferde. Ja? Ja, dann machen wir das, okay. Ja, gut. Okay, ja, das ist doch ein gutes Ding gewesen letztes Mal. Auktionsrennen, diese schwierigen Dinger, die man wirklich nicht so einfach wetten kann. Und ja, so machen wir das. Und privat kann man da ja die nochmal auf Platz nachspielen. Domstürmer, Justin, unsere Pferde. David, du bist einverstanden? Ich meine, in dem Rennen für mich können 7 nachgewinnen. Also ich glaube, die gehören dazu in jedem Fall. Dann kommen wir jetzt zu unserer Viererwette oder wollen wir noch ein paar Sieger rauspicken oder machen wir jetzt die Viererwette? Ja, ich hätte noch vielleicht eine Idee im sechsten Rennen, weil das ist das Rennen vor der Viererwette. Viererwette ist ja erst relativ spät. Mentalist ist mir im sechsten Rennen aufgefallen. Der hat letzten Ansatz gezeigt. Er war Jahre, also monatelang hinterhergegurkt, muss man sagen. Aber jetzt hat er mal wieder einen Ansatz gezeigt. Vierter Platz. Seine Marke ist mittlerweile zu seinem alten Können sehr günstig. Und in diesem Rennen sind nicht viele Formpferde. Das einzige Pferd, das mir ins Auge noch schießt, ist Set in Rewe. Aber ich hoffe mal, dass sie bei ihrer Platzserie bleibt. Und vielleicht kann der Mentalist mal nochmal zuschlagen im sechsten Rennen. Das ist eine interessante Beobachtung. Das kann schon sein, dass die mal versuchen, den abzuschießen, sozusagen. Also da gab es ja sicher jede Menge gesundheitliche Probleme mit diesem Pferd. Aber mir ist auch aufgefallen, der war ja früher mal bei Andreas Wöhler. Mir ist der Formansatz auch aufgefallen. Die Frage ist, ob man da gleich nach einem Formansatz richtig angreift. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Das ist immer die Frage. Wenn er jetzt Zweiter wird, dann steht er das nächste Mal 50. Ne? Das ist halt immer die Gefahr, klar. Ne? Oder Dritter. Aber man soll das Pferd mal im Auge behalten. Sagen wir es einfach so. Lass ihn uns doch einfach mal ein bisschen wetten. Behalten wir ihn im Auge oder wetten wir ihn? Genau, das ist die Frage. Christian? Ah ja, ich bin hier nicht der Diktator, also... Du bist ja unser Experte. Ich habe dir doch schon sekundiert, sozusagen. Ah ja, gut, dann machen wir den auch noch ein paar Euro, aber vielleicht... Ja genau, wir können ja auch 20 Euro... Dann machen wir den noch 20. 30, ja 30, oder?
Noch 30, dann haben wir noch 30 übrig. Ne? Dann machen wir noch 30 und dann darf München auch noch einen nehmen oder Hamburg noch einen nehmen. Ja, den suchen wir dann im Viererwettenrennen ein. Ja, raus. Dann kommen wir jetzt, wie gesagt, zu unserer tollen Viererwette. Jetzt haben wir so viel im Vorfeld drüber geredet und wissen immer noch nicht, wie wir so spielen. Also Ronald, deine Idee, ein Pferd fest auf 1-2 zu spielen und ein anderes auf 3-4 und dann 10 zu kombinieren, hat zwar den Reiz, dass man viele Pferde drin hat, aber am Ende vom Tag hat man da ja vorne sich da wirklich sehr, sehr fest. Also ich kann mich dafür nicht ganz so begeistern. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Ich würde lieber 2 Pferde nehmen und 6 dazu. Katrin? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde sie einfach ganz gerne mal treffen. Egal, wie wir sie treffen. Und es scheint jedes Mal, wenn wir das, was wir machen, ist irgendwie immer dicht daneben, ist auch vorbei. Ne? Das verkehrt. Ja, aber irgendwann fällt der Bock um. Ja? Ja, bin ich mir ganz sicher. Ich habe das am Wochenende gemerkt. Irgendwann fällt der Bock um. Man muss nur dranbleiben. Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß, dass das Ronalds Lieblingstaktik ist, aber ich tue mir da auch ein bisschen schwer damit, weil ich würde mir so den Arsch beißen, wenn der eine Dritter ist und der andere ist dann Zweiter und ist so verrutscht und dann werde ich verrückt, dann schmeiße ich im Bildschirm das Fenster raus. Genau, ich spiele dann so privat eine, fotografiere sie und schicke sie euch dann. Ja, gerne. Wenn sie drin ist, aber nur wenn sie drin ist. Gerne. Also ich denke, dieses Rennen, finde ich jetzt persönlich, bietet sich an für das, was David vorgeschlagen hat. 2 Pferde, 1, 2, 3, 4 und 6 dazu. Welche Pferde sind das für dich? Also dann nimm einen von Ronald. NEC hast du vorgeschlagen, Ronald. Ja, ich hatte NEC vorgeschlagen, weil Bahn und Distanz wirklich optimal passen, weil NEC die Marke mit dem Siegaufgewicht bestätigt hat. Was mich jetzt wirklich geschockt hat, als ich heute gelesen habe, dieses Pferd hat Startbox 13 in Düsseldorf auf 1700 Meter. Ja. Das gefällt mir überhaupt nicht, weil NEC geht immer vorne mit, entweder ganz an der Spitze oder oft ist der Wallach auch gut gelaufen, wenn er so ein verdecktes Rennen an dritter Stelle innen hatte. Das wird jetzt nicht der Fall sein. Und wenn Lucas Delosier ihn von der 13 an die Spitze beordert, naja, da ist auch ein bisschen Kraft verbraucht. Also natürlich spricht wahnsinnig viel für dieses Pferd eigentlich. Allerdings, die Startbox gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Nee, mir auch nicht. Also, das ist schon eine Mehrheit. Ja, ihr seid alle die Startbox-Freunde da. Ich kann eure Argumente verstehen. Aber wisst ihr, ich bin der Meinung, das könnte uns zugutekommen, dass dieses Pferd Startbox 13 hat. Ihr wollt alle diesen Startchips hier auf dem Schein haben. Die geht gleich nach vorne. Also ich nicht, aber da kann ich mich ja nicht wehren. Aber der geht nach vorne, der kommt dann so endlich mal nach vorne, dieser Startchips hier. Und der Anisee, der ist gut genug, mit diesem Reiter auch von Startbox 13 ins Vordertreffen zu kommen. Und lässt Start Gypsy und mein anderes Pferd, wo ich noch habe, Vicente, der wurde das letzte Mal, das war auch so ein Ritt, ich weiß nicht so genau, war ein bisschen unglücklich außenrum, der hat Startbox 1. Die beiden Pferde, die sollen mal vorne schön das machen und Anise legt schon dritte Stelle und dann treffen wir die Vierer bitte. Das ist so mein Grundgedanke. Der Hinweis auf Vicente, den finde ich super. Also da hat der André Best in Hoppegarten wirklich letztes Mal die Bahn vermessen. Diese Form muss man völlig streichen und die Form davor im Ausgleich 2, zwar ohne Chance gegen Torin in Hamburg, die war gut genug. Und mit Startbox 1 kann der André Best eigentlich nicht so viel falsch machen. Jedenfalls kann er nicht wieder da außen rumgurken wie zuletzt in Hoppegarten. Also ich glaube, dass dieses Pferd eine wirklich sehr gute Chance hat. Ja, ich wollte es jetzt nicht so krass ausdrücken, aber ja, ich denke auch. Torin, dass die Form steht jetzt noch im ganz anderen Licht. Ich wollte gerade sagen, die ist ja nicht unerheblich aufgewertet. Ja, und Hoppegarten, das war irgendwie, vielleicht war das Pferd auch irgendwie an dem Tag ein bisschen, hing das irgendwie in die falsche Richtung oder wie auch immer, keine Ahnung. Und außerdem steht er wahrscheinlich höher als NEC. Das schon, aber der NEC, der ist so formkonstant. Ja, und der Trainer hat ja auch riesig Form, muss man ja auch sagen. Den darf man auf keinen Fall, also rauslassen darf man ihn auf gar keinen Fall. Aber gut, aber ihr müsst das entscheiden. Wenn jetzt 5 Mann sagen, Startbox 13 ist scheiße, dann möchte ich ja. Er muss ja nur Vierter werden. Ich wollte gerade sagen, er muss ja nur Erster bis Vierter werden. Von daher würde ich voll auf sich, wäre unglücklich mit der Startbox, aber unter 1 bis 4 muss er dabei sein, bin ich auch der Meinung. Wie wäre es denn, wenn wir NEC und Vicente als Stellpferde nehmen? Habe ich auch gerade gedacht. Das wäre was sagt denn hier der Münchner Experte da? Der Engländer? Ja, ich bleibe immer noch bei Star Gypsy. Die geht vorne. So, ja. Du bist wer ja soll sie da einholen? Die kommt mit 3 Längen Vorsprung in die Gerade. Ja, dann holt sie Anisee ein, ist doch klar. Das kann sein. Ja. Gut, Anisee ist das beste Pferd im Rennen. Das weiß ich, aber hat auch viel Gewicht.
Also, Stellpferde, zwei Namen. Nick hatte sich auch für Star Gypsy ausgesprochen, aber das tut es ja immer, wenn Galopp. Ja, da müssen wir auch die 13. Die 13 ist auch so eine Zahl, so eine halbe Glückszahl. Ja, dann nehmen wir oben und unten als Stellpferde. Oder? Ja? Ja, okay. Niedriges Gewicht vom Höchstgewicht läuft da ein. Dann. 13, 1, 2. Ist ja schon gesetzt als Kombipferd. Ja, genau. Die 2. Und wen nehmen wir noch? Katrin, sag du mal einen. Wird die 12 nochmal gern dazu nehmen, Dumas. Ja, ich auch. Mir ich glaub, ist Jolene. Oder wie ausgesprochen wird, aufgefallen, die Stute. Einfach, Jolene. Jolene, ja. Jolene. Die hat ja schon gewonnen. Die war auch Vierte, jetzt zuletzt in Düsseldorf nicht ganz so gut, aber das war ja auch ein bisschen weiter. Zu weit, würde ich sagen. Jetzt ist sie wieder auf diesen geliebten, wie viel sind es, 1700 Meter? Das ja, 1700. Also die Distanz passt. Startbox habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Welche ist das? Die 8 ist okay. Die kommt eh von hinten, das passt schon. Ja, und bei der habe ich immer das Gefühl, dass irgendwie der Lucien van der Meulen ja auch immer so ein bisschen guckt, ob er seine Pferde auch wetten kann. Und dann muss die immer so ein bisschen präpariert werden. Und ja, würde ich mal sagen, das kann gut sein, dass sie auch mit nach vorne läuft. Also die 5 würde ich mit reinnehmen. Ja. Sehr gut. Gut. Ich würde die 8 noch nehmen, die dreijährige Stute Soyeux, die wurde ja disqualifiziert wegen unerlaubtem Mittel, hat ihre Handicap-Marke aber schon bestätigt. Und Waldemar Hicks, Marco Casamento, ich glaube, die sollte man schon dabei haben. Also ein Pferd, das müssen wir auch nochmal sagen, unerlaubte Mittel, das klingt immer wirklich so ein bisschen schwierig. Das war also eins dieser Pferde, das das koffeinhaltige Müsli gegessen hat. Also kein Dopingfall im Sinne, wie man es das vielleicht so denkt, sondern unverschuldet von Seiten des Trainers. Gut, dann haben wir 4. 2 können wir noch. 2 haben wir noch, okay. Ja, David, komm, du sagst was an. Ist mit Past Sina? Sie hat schon eine Pferdewettung dieses Jahr gewonnen, glaube ich. Ich glaube, das war auch in Düsseldorf. Ja, richtig. Damals habe ich ja auch so ein bisschen Mumm gehabt auf die. Ja. Aber was mich halt wundert, 1700 Meter ist natürlich eine Distanz, die diese Stute in den letzten Jahren nicht gelaufen ist. Ne? Aber Form hat das Pferd, klar. Kein Rennen unter 2000 Meter die letzten, keine Ahnung, einmal 1800 vor 2 Jahren. Mit dem leichten Gewicht guckt sie eben ganz außen rum und dann ne, sind es auch fast 1900. Ja. Okay. Ist auch eine Idee, ja. Startbox 10 ist ja eh weit außen, ne, wo man wieder auf die Startboxen zu kommen. Ja. Also, ja, ist ich besser als 13. Ja. Ja, Angel Face darf ich ja nicht sagen. Das hat mir Doch. Ich finde, du darfst Angel Face sagen. Das ist wirklich ein ganz dunkles Pferd. Das ist alles ganz merkwürdig mit diesem Pferd. Ja. Lief immer in den Auktionsrennen, in viel zu schweren Rennen. War da mal irgendwie Vierte, glaube ich. Hat sich da eine theoretische Marke geholt, die sie nie und nimmer kann. Jetzt ist sie wieder runtergekommen. Burjan Mursabayev reitet mit 1,5 Kilo Mehrgewicht. Also das ist eine ganz dunkle Nummer. Stall Leon, wie wir wissen, ist auch nicht so eine ganz ungefährliche Firma. Also ich weiß nicht. Vielleicht sollte man Angel Face wirklich dabei haben. Im Ernst jetzt? Ja. Ich meine im Ernst. Ja. Boah, die war letztes Mal Letzte. Ja. Im Ausgleich 3. 1,5 Kilo Mehrgewicht. Dieses Pferd ist auf dem Markt. Also wenn ihr von der Schule so viel haltet, dann könnt ihr die kaufen. Nee, wirklich. Die ist in der Sportwelt, stand die drin, die ist zu verkaufen. Also ich will jetzt euch, ja, von mir aus, dann nimmt sie mit rein. Aber ja. Adaris war jetzt zweimal in der Viererwette mit drin. Den haben wir nicht auf dem Schein. Ne? Adaris, die Nummer 4. Ja, da habe ich nämlich auch gerade ein bisschen nachgegoogelt. Der, der war zweimal in der Viererwette drin. Der fehlt uns und die Nummer 9. Wenn er unbedingt ein rosa Dress haben wollte, dann nimmt die Nummer 9. Die rosa Expertin bist du nicht mehr da. Die Nummer 9, die ist gar nicht so schlecht. Das sieht aber nicht so ähnlich aus wie Star Gypsy. Also das stimmt, das ist halt rosa. Nein, aber Adaris, das stimmt schon. Adaris läuft immer relativ zuverlässig von relativ weit hinten nach vorne. Ich meine, ob Düsseldorf jetzt wirklich dann seine Lieblingsbahn wird, das ist die Frage. Klar, den habe ich auch schon mal empfohlen, glaube ich, bei der Viererwette. Ja. Den sollte man schon dabei haben. Ja. Zweimal war er drin, ne? Ja. Vierter. Ja. Was machen wir jetzt? Wen nehmen wir dafür raus? Wenn wir Adaris reinnehmen, naja, haben wir Angel Face schon drin, oder wie? Ja, mit Fragen in Klammern, ne? Nein, die Katrin, die möchte die ja unbedingt haben. Dann lassen wir die jetzt drin. Und die Adaris irgendeiner läuft sowieso wieder nicht, dann nehmen wir Adaris mit rein. Dann ist Adaris Ersatzstarter, gut. Ja. Genau.
Und dann brauchen wir noch einen Sieger in diesem Rennen. Also jetzt, ich sage das jetzt nochmal, was wir jetzt gespielt haben. Also wir haben als Stellpferd 1, 2, 3, 4, die Nummer 1 Anisei und die 13 Star Gypsy. Dieses Pferd haben wir schon so oft genannt und gehört, das ist ja schon unglaublich. So, okay, also das sind unsere Stellpferde. Und dann 6 Pferde in der Kombination, die 2 Vicente, die 5 Jolene, die 8 Soyeux, die 10 Pastina, die 11 Angel. Das ist ja das Fragezeichen, ne? Die 11 ist das Fragezeichen, aber die 12. Angel Face, ne? Das ist jetzt kein Fragezeichen. Nein, mehr, oder? Alles eingetütet jetzt. Alles eingetütet. 12 Dümer. Und die, ja, das Sajibzi haben wir schon. Also das ist jetzt so eingetütet. Das sei denn, jemand macht einen Rückzieher. Die ganzen Leichtgewichte haben wir jetzt eigentlich drin dann. Ne? Genau. Ja. Und wie gesagt, da gibt es eh nicht Starter und dann kommt Adaris dann auch mit. Ja, hoffentlich. Hoffentlich, ja, das hoffe ich auch. Ja. Jetzt hier, also wollt ihr mal für eine Quote treffen oder nicht? Und Adaris nicht, das ist schon sehr mutig. Ja. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Sieger hier in diesem Rennen. Auf wen liegt Vicente. Vicente. Ist unheimlich logisch wieder, ne? Dass wir 1 zu 13 da in der Viererwette so stellen und dann Vicente. Aber okay, also wenn das in der Viererwette nicht klappt, dann haben wir Vicente. Was steht da? Weiß ich nicht, das ist meine Meinung. Aber nee, ich denke schon. Das letzte Mal habe ich auch Mumm auf den gehabt, aber das war ja, sagen wir mal, war nicht möglich. Ich denke schon, was wird der stehen? Ja. 10. Vielleicht, ja. Oder können wir noch 2 nehmen oder haben wir unser Geld schon verbraten? Ja, wir haben da jetzt Justin und Domstürmer im Auktionsrennen. Ja, das ist ja gut. List in diesem 6. Rennen als so Einzeltipp. Und Vicente. Das wären dann, wenn wir jeweils 30 wetten. Wir können ja auch noch 20 irgendwie ein bisschen aufteilen. Können ja auch Mentalist. Ja, weil wenn wir in diesem Rennen 2 Pferde nehmen würden, in dem Viererwettenrennen. Mentalist 20 und Vicente 20 und dann darfst du noch einen aussuchen. Deinen, Jolene, deine Stute. Ja, immer. Natürlich. Ja. War die 5, ja. Jolene. Warum ich finde Vicente und Jolene nicht schlecht als Sieger in dem Rennen. Gut, dann wetten wir da mal nur 20. Weil NSA mit Startbox 13 leider nur Zweiter wird. Ja, das reicht ja dann. Oder Jette. Dann haben wir es mit der Wetterei. Ist ja sportlich nicht das ganz große Programm an diesem Wochenende, aber dann kommt ja die große Woche in Baden-Baden und ja, so wie es aussieht, komplett ohne Zuschauer. Mit uns. Ha. Mit uns. Also wir fahren hin, nur zum ersten, zweiten Wochenende, zum großen Preis. Also das ist noch ein bisschen hin. Das fängt ja am Freitag an mit der Auktion in Baden-Baden. Also das ist so ein bisschen das Schaufenster. Da wird sich auch abzeichnen, wie jetzt die Zukunft des deutschen Galopprennsports wird. Denn wenn da keine Pferde gekauft werden, dann haben wir in den nächsten Jahren auch keine mehr, die laufen können. Und wir haben mal ein bisschen rumgefragt, wie sich die Züchter da so drauf vorbereiten, was sie meinen, was so das beste Pferd ihres Angebots ist. Und da haben wir gesprochen mit Stefan Ulrich auf dem Gestüt Fährhof heute. Das Gestüt Fährhof bietet auf der BBAG Jährlingsauktion am 4. September 21 Jährlinge an, 13 Stuten und 8 Hengste. Ich finde, unser Angebot zeichnet sich besonders in diesem Jahr durch seine Vielfalt aus. Wir haben Pferde dabei, die aus den besten Familien vom Fährhof stammen. Bei den Deckhengsten sind wir ebenso breit aufgestellt. Wir haben neben den Arrivierten mit Almansor, Churchill und Highland Reel 3 Hengste im Angebot, die mit dem ersten Jährlingsjahrgang auf dem Markt sind. Wie gemacht für den Einsatz in den Auktionsrennen sind zum Beispiel Katalog Nummer 52, eine Exceed in Excel Stute aus einer Lomitas Mutter oder Katalog Nummer 53, eine Star Spangled Banner Stute aus einer Mongeux Mutter. Erwähnen kann ich in diesem Zusammenhang sicher auch eine sehr schöne Bellado Stute. Sie hat die Nummer 217 und einen gut entwickelten Dream Ahead Hengst, Lot Nummer 44. Für die klassischen Rennen denke ich an einen Fahrhengst aus der Wurfscheibe, den wir im Kundenauftrag für das Gestüt Ravensberg verkaufen, Lot Nummer 87, aber auch an eine Highland Reel Stute aus der Quiana, das ist Katalog Nummer 219. Sie kommt schon etwas später in den Ring. Unter den Stuten sind auch einige sehr gut gezogene, die nach der Rennlaufbahn wertvoll für die Zucht sein werden. Ganz besonders gilt das, glaube ich, für eine schicke Arion-Stute aus unserer P-Familie, Nummer 139, dann eine Zarak-Stute aus der Lomitas-Familie und eine Sir Percy-Stute aus der Waldgeist-Familie. Unsere Erwartungen sind eigentlich trotz der momentanen schwierigen Situation optimistisch.
Eine Prognose, wie es laufen wird, kann man sicher nicht geben, aber ich denke, unsere Pferde kommen in guter Verfassung nach Iffezheim und Jährlingskäufer werden sie mögen und auch auf sie bieten. Die Auktionen am Freitag, die rennen dann am Samstag und Sonntag, am ersten Wochenende. Da gibt es eine lange Pause und dann geht es dann am darauffolgenden Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag wieder los. Und auch wir sind dann am großen Preiswochenende mit dabei und werden dann auch mal gucken, dass wir so ein paar neue Formate ausprobieren. Also der RaceBets Podcast on Tour wieder, aber diesmal in fast kompletter Besetzung. Nur leider, David, konnte man noch nicht überreden, aber wir arbeiten noch daran. Ansonsten sind alle dabei. Ganz kurz noch, es gibt eine neue Tierschutzbeauftragte im Deutschen Galoppsportverband. Was haltet ihr denn davon? Wurde mal Zeit. Ja, also grundsätzlich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das auch tatsächlich eine richtig weitreichend besetzte Stelle sein wird, also die mit wirklich Kompetenzen ausgestattet ist und auch aktiv an sehr vielen Renntagen vor Ort sein sollte, könnte, müsste. Ich bin der Meinung, dass gerade auch auf den Rennbahnen eine Menge getan werden kann und verbessert werden kann, was den Schutz und das Wohl des Tieres angeht. Dr. Monika Feller heißt die neue Tierschutzbeauftragte. Ich habe mit ihr heute telefoniert. Wir sind verabredet für nächste Woche. Nein, nicht für nächste Woche, für übernächste Woche, nach Baden-Baden, weil sie hat jetzt dieses Engagement bekommen. Aber wie die Aufgabe ausgefüllt werden soll, das wird sie im persönlichen Gespräch dann in Baden-Baden erfahren. Da fährt sie nämlich hin und trifft sich dann mit den Leuten, die sie eingestellt haben. Also das war die Geschäftsführung, aber auch Manfred Ostermann war dabei, hat sie mir erzählt. Sie hat selber Rennpferde in Hoppegarten. Friederike Schlumps, da ist sie mit ihren Pferden, also Familienpferde, kennt sich also wirklich aus im Rennsport und ist wirklich das, und das sagt sie, das wäre ihr extrem wichtig, dass da der allererste Satz der Pressemitteilung, dass es wirklich da steht, dass das Wohl des Tieres im Vordergrund steht, sagt sie, das wäre ihr wirklich wichtig und es wäre ihr wirklich auch wichtig, dass sie unabhängig ist, weil sie nämlich als Tierärztin in diesem Sport noch nicht so bekannt ist, also jetzt nicht irgendwo verbandelt ist, was, glaube ich, sogar ein Vorteil sein wird. Ja, das klingt doch sehr gut. Und dann dürfen wir auch mal dabei sein. Es ist also alles schon mal so weit eingetütet. Ja, haben wir alles, was wichtig ist? Oder gibt es noch irgendein Thema, was wir jetzt komplett vergessen haben? Wir haben diese großen Superstars. Komm, wir haben Frankie Dettori, wir haben Graffar. Also haben sie alle. Genau. David Connolly Smith, also wir haben lauter Superstars im Podcast. Genau. Und Angel Face. Angel Face Duck. Und ein paar kleine Handicaps in München-Riem. Okay, ihr Lieben, also wir reden jetzt langsam dummes Zeug. Also es ist Zeit aufzuhören. Ich sage tschüss nach Quirschied. Tschüss, Christian. Tschüss. Tschüss nach München, Ronald und David. Ja, tschüss, ciao. Tschüss. Und tschüss nach Hamburg, Katrin. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Hals und Bein. Bis zum nächsten Mal.